zu machen. Heute soll es Kartoffelecken geben. Ich werde sie schälen. Es gibt einige Rezepte, wo man sie nicht schält. Und es gibt einige Rezepte, wo man sie schält. Deswegen, wir werden sie heute schälen. Dazu wird Rosmarin, Basilikum, Pfeffer und Salz dazu gegeben. Und kein Rapsöl. Keine Olivenöl, sondern Rapsöl. Ja, und dazu habe ich mir gedacht, gibt es Hähnchen, eher Zwiebeln. Keine Ahnung, wie es wird. Wir werden es mal testen. Das kommt natürlich die schwierigste Aufgabe. Wir müssen jetzt alle Kartoffeln geschält werden. Dafür habe ich mir so eine wunderschöne Schüssel hier geholt. Das wird jetzt eine Weile dauern. Deswegen werden wir es mal überspringen. So, die Kartoffeln sind geschält. Das Einzige, was jetzt nur noch fehlt, sind sie zu vierteln, zu achteln, die groß, wie man sie auch haben möchte. Also ich würde mal sagen, so ein Viertel, das reicht schon vollkommen aus, ist groß genug und wird hoffentlich auch gut schmecken. Also ich gehe mal davon aus, dass ich diesmal gut kochen kann, weil was soll man wieder dann schon vermasseln. Außerdem möchte ich nicht mal losfahren, das ist ja WM-Zeit, heute ist das entscheidende Spiel, Deutschland gegen Nordkorea. Deswegen möchte ich auch zu Hause sein und möchte was Gutes essen. Warum ich mir dann nicht bestelle, ist eine gute Frage. Jedenfalls, das ist eine große Kartoffel, die werden wir vielleicht auch noch achteln. Oder wie sieht es denn hier aus? Aber ich weiß nicht, wie man die Dinger achteln soll. Naja, doch, das wird schon gehen. Ja, schon irgendwie. Ja, ihr seht gerade im Hintergrund so eigentlich mein ganzes Leben, wie es bei mir zu Hause aussieht. Und was soll ich schon dazu sagen? Mehr gibt es eben nicht dazu zu sagen. Ich habe einen Anbauern, ein Bett, eine Couch, einen Computertisch, eine Toilette, eine Küche und das war's. So. In der Zeit, wo ich jetzt die gequatscht habe, sind die Kartoffeln Pläne geschnitten. Ja, ich sage Pläne. Oh, ein bisschen auseinander. Ganz wichtig. Dann kommen Sie hier in die große Schüssel. So. Als nächstes werden wir das Fleisch nehmen. Das sind Hähnchenbrust in Filets. Dann wollen wir mal aufmachen. So, ich werde es ein bisschen klein geschnitten. Und das tue ich gleich mit Kartoffeln mit rein. Das werdet ihr gleich sehen. Die Idee dabei ist, um die ganze Schau, dass ich das Ganze schon sehe. Aber wir werden das Ganze mal probieren. Ihr wisst ja, wenn sie probiert vieles aus. Und da wird auch mal Scheiße gemacht. So viele Leute, die sich fragen, tut Menzi eigentlich sonst kochen, wenn er alleine ist? Ich sag dazu, nein. So, ein bisschen Öl drüber. Schon viel zu viel, theoretisch. Und nicht bei Menzi. Etwas Salz. Pfeffer. Das Basilikum, wobei ich nicht weiß, was genug Basilikum ist. Und dann habe ich hier noch Rosmarin. Den Rosmarin, Kartoffeln. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, die ganzen Sachen so zusammenzumischen. Aber davon kommt nicht viel rein. Naja. Das Ganze wird schön durchgemischt. So, wir brauchen jetzt nur noch die Paprika, die Pläne schneiden. So, eine Sache mache ich natürlich jetzt gleich, denn es bleibt ja noch gut Paprika übrig. Ordentlich abgewaschen, ordentlich abgeschnippelt. Wir dürfen natürlich auch meine Mäuse auf Paprika essen. Ja, eins, zwei, drei. Da ich ja drei Mäuse habe, dürfen essen. So klein geschnippelt dürfen natürlich auch meine Mäuse mit Paprika essen. Man muss natürlich aufpassen. Paprika ist nicht eine Paprika, weil die Österreicher nennen Paprika nicht das Gewürz und wir Deutschen nennen die Paprika das andere Gewürz, das ist bei uns Peperoni. So, einfach mal eine Scheiben schneiden hier und noch ein kleines bisschen, heißt das vielleicht Rechtecken? Ich mache Rechtecke raus. Nein, ich will mich jetzt nicht beschwert anstellen mit diesen Rechtecken, aber Viertel heißt ja in vier Teile schneiden. So, das mache ich aber nicht, das habe ich mit den Kartoffeln gemacht. Und hier, oder heißt es einfach, ich schneide das Zeug rein. So, die Kartoffeln und das Fleisch stehe ich jetzt mal hier verteilen, ordentlich. So, eine Maus ist draußen, ich weiß nicht, ob man die sieht hier hinten, in der Flasche.
Und ich muss sagen, die Paprika ist weg. Ich weiß doch was. So, jetzt hier auch die Paprika ein bisschen verteilen. Und was für ein Wunder. Bei den Zwiebeln habe ich jetzt erst am Ende angefangen zu rein. Oh, warum jetzt erst? Jetzt, wenn ich wieder die Kamera laufen lasse. Und es tut mir so leid, ich muss die Zwiebel zerschneiden. Nee, nee. Die kommt jetzt hier ein bisschen drauf. Dann würde ich sagen, was? Also ich habe jetzt alles hier benutzt und das Ganze kommt jetzt in den Ofen für keine Ahnung wie lange. Wir werden mal gucken, wie lange es jetzt dauert. Gut, sieht schon mal aus. Vor allem werde ich nämlich Zimti. So, schnell ein Update. Das Essen dampft noch. Fußball spielt nämlich schon. Und ich habe nämlich Hunger. Ich sehe vielleicht jetzt so komisch aus in der Kamera, ist mir aber scheißegal. Ich werde jetzt mal kurz vor euch hier alles mal kurz probieren. Weil Hunger. Das schmeckt echt geil. Und da ist ein Tor gewesen. Eine kleine gelbe Karte in der 8. Minute heute, das wird echt noch spannend, das Spiel. Ich danke, dass ihr das Video geguckt habt. Lasst ein Abo da, jetzt das Fleisch eingelegt. Geil. Leute, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Ciao, ciao.